Hallo zusammen. Ja, heute mal ein Aufregungs-Real-Talk-Video zu einem im Moment sehr aktuellen und heiß diskutierten Thema. Und zwar geht es um den neuen Ariel-Film, der ja nächstes Jahr kommt, beziehungsweise um die Diskussion darüber, dass die Schauspielerin jetzt dunkelhäutig ist. Und was mich daran sehr aufregt, ist eben, dass direkt wieder die Rassismuskeule geschwungen wird, wenn man auch nur irgendwie versucht zu sagen, warum man die Besetzung dieser Rolle so nicht optimal findet. Und ich selber bin auch schon jetzt wieder mehrfach deswegen irgendwie als Rassistin beschimpft worden, beziehungsweise man hat mir Rassismus vorgeworfen und so weiter und so fort. Ja, und ausschlaggebend dafür war ein Video bei TikTok. Und ja, ich möchte das Ganze jetzt mal ein bisschen genauer erzählen, was da so passiert ist, was man so zu hören und zu lesen kriegt und wie ich das generell so sehe mit dieser ganzen, ja, moralischen Keule, die im Moment immer kommt oder eben auch die Rassismuskeule, die ganz schnell ausgepackt wird und warum das in diesem Falle sowas von absurd ist. Und ja, da wollte ich heute einfach mal so ein bisschen Luft ablassen. Ja, und zwar Stein des Anstoßes war eigentlich ein Video, was ich auf der For You-Page bei TikTok gesehen habe. Dadurch, dass ich selber ja auch Disney sehr gerne mag, ich schaue Disney-Filme, ich mag unheimlich gerne alles, was mit Mickey und Minnie Maus zu tun hat. Habe jetzt auch wieder so ein Shirt an mit Mickey Maus drauf. So, dadurch, klar, like ich auch mal sowas, wenn ich eh was sehe. Und ihr kennt das ja alle, der Algorithmus merkt sich das und dann kommen entsprechend auch Videos, die die Hashtags oder die Themen bearbeiten. So, und da war es dann mal so, ich habe also so über die For You-Page gescrollt und dann war da ein Creator, der sich so ein bisschen, ja, darüber ausgelassen hat und das moniert hat, dass eben so viele Dislikes auf den ersten Trailer oder diesen Teaser-Trailer, wie es sich da auch nennt, gegeben hat und dass es doch eigentlich nicht sein kann, dass so viele diese Ariel so jetzt ablehnen oder das so kritisieren, nur weil sie eben schwarz ist, dunkelhäutig, wie auch immer man das im Moment korrekt sagt. Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht mehr, weil eigentlich sagte man ja jetzt eine Zeit lang, hieß es, die korrekte politische Bezeichnung ist People of Color. Dann habe ich gehört, nee, um Gottes Willen, das sagt man auch nicht mehr. Und also seht es mir nach, wenn ich jetzt dunkelhäutig oder schwarz bin und so, hoffe ich, dass es dann jetzt so korrekt wie möglich ist. Falls nicht, es soll nicht beleidigend oder irgendwas sein, aber ich denke, das sind so die einfachsten Begriffe und jeder weiß dann, worum es geht. Also quasi darüber, dass so viele diese Schauspielerin angeblich ablehnen, nur weil sie schwarz ist. So. Und daraufhin habe ich dann gedacht, nee, das sehe ich so ja nicht, weil ich habe da auch schon vorher am Rande was gehört und gedacht, da ist doch eigentlich ein ganz anderer Grund in dem Sinne. Und habe dann darauf so ein Stitch gemacht. Wer das nicht kennt, Stitch ist also eine Funktion, da kommt dann ein kleines Stück von dem Originalvideo, sprich dann von diesem Creator, was ich gesehen habe. Und dann kann man quasi ein weiterführendes Video im Anschluss, dann kann man selber das Ende dann bestimmen oder eben was dazu sagen. So, ich habe das also gestitcht und habe dann so nach dem Motto gesagt, sehe ich ein bisschen anders, eben weil das jetzt nicht direkt was damit zu tun hat, nur weil diese Schauspielerin jetzt dunkelhäutig ist. Das ist zwar natürlich auch mit ausschlaggebend, aber es hat nichts damit zu tun, dass die Leute jetzt per se irgendwelche dunkelhäutigen Menschen ablehnen, sondern es geht einzig und allein darum, dass diese Schauspielerin mit Sicherheit eine ganz tolle Schauspielerin ist. Sie ist auch eine super hübsche, keine Frage. Und sie würde in jedem Märchen oder in jedem Film über irgendeine Geschichte mit einer Meerjungfrau eine wunderbare Meerjungfrau abgeben. Da gibt es kaum zwei Meinungen. Es wird immer welche geben, die es wieder anders sehen, aber so unter den jetzigen Kritikern. So, aber sie ist eben in meinen und in den Augen vieler anderen nicht Ariel. Und das aus dem einfachen Grunde, weil Disney damals eben gesagt hat, oh, wir machen basierend auf diesem uralten Märchen jetzt einen eigenen Charakter als Meerjungfrau, spinnen da die Geschichte drumherum, haben die natürlich auch so ein bisschen abgeändert, klar, aber es ist eben Disneys Kreation einer Meerjungfrau-Geschichte. So, und sie haben daraus gemacht eine Meerjungfrau namens Ariel, die eben weiß ist oder sehr hellhäutig ist. Und lange knallrote, feuerrote Haare hat, so ein bisschen, ja, gelockt, geschwungen, ihr kennt sie alle. Jeder kennt die Ariel, selbst die Kinder von heute, da komme ich gleich auch nochmal drauf, weil das ja immer so ein Argument ist, kennen Ariel so, weil sie eben auch so auf allen Merchandising-Produkten und so weiter von Disney zu finden ist. So, also, wenn ich dann einen Realfilm mache auf Grundlage dieses Trickfilms von Disney, dann möchte ich persönlich, oder dann sind die meisten eben der Meinung, dass eine Schauspielerin dann möglichst nah an das Original kommen soll. Also an die Vorlage der Trickfigur.
So, und da hätte man eben eine weiße Schauspielerin gebraucht, die knallrote Haare hat, wahrscheinlich auch wirklich gefärbte rote Haare, denn Naturrot, die Schauspielerin soll ja auch wohl, also viele sagen, sie hat doch rote Haare oder so einen rot-braunen Ton und so weiter, aber das ist natürlich ganz anders als die Farbe bei der Ariel. So, also hätte man wahrscheinlich eine Schauspielerin suchen müssen, die eben weiß ist. Und dazu noch diese knallroten Haare hat, beziehungsweise diese knallroten Haare in irgendeiner Form sich färben lässt. So. Hat man aber nicht gemacht. Man hat die Figur komplett optisch verändert. Und damit ist sie irgendwie nicht mehr Ariel, weil Ariel kennen wir einfach unter ganz anderen Voraussetzungen. So. Und wenn man das sagt, ist man sofort, dann kommen sofort diese ganzen Leute, die irgendwelche Einsprüche erheben und sagen, boah, ihr seid rassistisch und das ist Alltagsrassismus und nur weil sie dunkel ist und lasst doch der neuen Generation ihre neue Ariel und so weiter und so fort. So, und auch bei mir, es kam viel Zuspruch auf das Video, was ich gemacht habe, aber es kamen eben auch solche Sachen und teilweise so beleidigend, dass ich die Kommentare gar nicht habe freigegeben, weil die werden dann gefiltert teils. Beziehungsweise auch wenn da was durch ist oder TikTok hat das halt trotzdem freigegeben, wie auch immer, und es stand da, dass ich es dann teilweise direkt gelöscht habe, weil es wirklich in eine richtig heftige Schiene gab oder ging, wo ich mir gesagt habe, im Moment mal Leute, ihr wollt mir hier was unterstellen, weil ich eine sachliche Meinung geäußert habe und selber fangt ihr so an, so richtig beleidigend zu werden, passt auch nicht, sind meistens so oder ist ganz oft so bei diesen Leuten, das habe ich schon festgestellt. So, und vor allen Dingen, ich habe in dem Video auch noch begründet oder beziehungsweise ich habe auch gesagt, also bei mir und mit Sicherheit auch bei den meisten, die das jetzt kritisieren, wäre es auch nicht anders, wenn man sich zwar für eine weiße Schauspielerin entschieden hätte, die aber zum Beispiel total kurze schwarze eine kurze schwarzhaarige Stoppelfrisur gehabt hätte. So, da hätte ich persönlich und eben wie gesagt mit Sicherheit auch ganz viele Leute mehr, das haben auch ganz viele Leute geschrieben und gesagt, naja, ist womöglich eine tolle Schauspielerin, sieht vielleicht auch sehr attraktiv aus, weil auch Kurzhaarfrisuren sind ja durchaus attraktiv, aber ist nicht Ariel, weil Ariel ist weiß, hat aber lange, rote, richtig knallrote Haare. So, also das habe ich dann auch da ausgeführt in dem Video und trotzdem kamen solche Sachen. Dann habe ich eben auch gesagt, ich würde es genauso unpassend finden, wenn man zum Beispiel den Jim Knopf in dieser Realverfilmung, als wenn man da ein hellhäutiges Kind, ein weißes Kind genommen hätte, weil eben Jim Knopf nun mal dunkelhäutig erschaffen wurde als Figur. So, also ich habe wirklich oft versucht, auch mit anderen Leuten, die anderer Meinung waren oder mich trotzdem so ein bisschen in die Rassismusschiene gedrängt haben, aber noch relativ sachlich dabei waren, habe ich auch versucht, das auszudiskutieren, weil ich es wichtig finde, dass man Argumente austauscht und dass man vielleicht dann gegenseitig versteht. Aber da war kein Beikommen. Also wenn ich dann sowas gesagt habe oder dann auch bei einer anderen, wo ich es im Video gesehen habe, sowas geschrieben habe, da schreibt die mir, ach, hör auf, solche Argumente, also mit dieser, es wäre, würde ich auch nicht gut finden, wenn sie, was weiß ich, lange blonde Haare hätte und weiß wäre oder eben schwarze kurze Haare. Ach, hör auf, du willst mit diesen Scheinargumenten doch nur deinen Rassismus ausleben. So, und sowas finde ich sehr heftig. Ja, das ist im Prinzip schon Verleumdung, weil sie bezichtigt mich des Rassismus und ich bin absolut nicht rassistisch. Kein Stück. Ich gucke Filme mit dunkelhäutigen Schauspielern und Schauspielerinnen. Ich höre deren Musik. Wir sind multikulturell im Freundes- und Verwandtenkreis. Ne? Also das ist absurd und das trifft auf die meisten zu, die jetzt hier dieses Problem in Anführungsstrichen mit Ariel haben. So, und dann kommen da aber wiederum von denen irgendwelche Argumente, wo ich sagen würde, naja. Und das sind wiederum nur Scheinargumente dann, wenn man so nehmen will, um uns irgendwie in eine Schiene zu stecken. So, weil wenn man da in die Richtung irgendwas gesagt hat, irgendwelche anderen Beispiele genommen hat, ne, zum Beispiel eine hellhäutige blonde Jasmin bei Aladdin oder so, dann kam natürlich wieder, ja, aber das kann man nicht vergleichen. Ariel ist eine fiktive Fantasiefigur, es gibt keine Meerjungfrauen. Andere Sachen basieren aber auf einer Geschichte, da ist ein Charakter mit so einem Hintergrund geschaffen. Ja, natürlich existiert keine Ariel, es existiert aber auch kein Flaschengeist. So, ne? Also ein Märchen mit Flaschengeist und so, selbst wenn man da eine Person drumrum hat. So, ne? Also da müsste man dann ja auch gucken. Und selbst wenn man sagen würde, das ist ein Unterschied. Ja, natürlich kann man eine Meerjungfrau erschaffen, wie man möchte. Man könnte sie auch lila machen oder blau, komplett blau, was weiß ich, mit einer Schwanzflosse, logisch.
Fakt ist aber nun mal, Disney hat sie anders erschaffen. So, und dann kommt ja von diesen Leuten, wenn ihr euch schon auf Originale beruft, dann müsst ihr ganz anders gucken. Das beruht auf einer Uraltsage und eben dem Märchen und dies und jenes. Ja, und ich glaube, das weiß auch jeder, da ist sich jeder drüber bewusst. Ne? Und es geht aber darum, Disney hat sich zwar dieses Märchen an sich zur Grundlage gemacht, hat daraus aber was Eigenes erschaffen, sprich Disneys Ariel. Und Disneys Ariel haben sie eben so erschaffen, wie wir sie kennen. So, würde jetzt zum Beispiel DreamWorks sagen, wir möchten auch eine eigene Meerjungfrauengeschichte, so ein bisschen basierend auf dem alten Märchen, aber ein bisschen abgeändert halt in unserem Style. Und die hätten jetzt, was weiß ich, eine dunkelhäutige Meerjungfrau erschaffen, die vielleicht auch ein bisschen korpulenter ist, vielleicht also eher so meine hier Problemzonen im Bauch, wie ich sie auch habe und wie sie viele, ich sag mal, durchschnittliche Frauen, egal welcher Couleur, haben. Geschaffen, die dazu, was weiß ich, meinetwegen eher so eine schwarzhaarige, auffällige Frisur hat, wie sie Momo damals hatte. Das war ja auch eher so ein bisschen anders, so mit dem Wuschelkopf oder so. So, und DreamWorks hätte diese Sache gemacht und man hätte eine dunkelhäutige Schauspielerin gefunden, die eine ähnliche Frisur hat und so. Ich glaube, es hätte niemand hätte gesagt, was ist das denn? Das ist eine schwarze Meerjungfrau, das geht nicht. Nein, das hätte man nicht gesagt, weil DreamWorks eine solche erschaffen hätte und man gesagt hätte, jo, ist eine DreamWorks-Verfilmung oder eine Realverfilmung von einem ehemaligen Zeichentrickfilm von DreamWorks. Alles tutti. Also wo bitte ist da der Rassismus? Disney hat sich aber damals eben entschieden, diese Meerjungfrau anders zu gestalten, eben so wie Ariel gestaltet ist. Also sollte man das auch beibehalten. Und wenn man jetzt der Meinung ist, dass man ja, mehr Diversität generell in seine Filme oder in seine Erzählungen bringen möchte. Das ist ja erstmal eine tolle Sache. Warum auch nicht? Ne? Warum soll es keine dunkelhäutigen Meerjungfrauen geben? Aber dann bitte erschafft doch neue Geschichten. Da gab es sogar bei TikTok eine dunkelhäutige Creatorin, die dazu Ähnliches gesagt hat. Die gesagt hat, ich weiß gar nicht, was das jetzt alle so toll finden und loben. Ich finde es eher so in Anführungsstrichen dahingeklatscht, weil Disney hat jetzt gesagt, oh, wir übermalen einfach mal die Ariel, damit ihr zufrieden seid. So, und so sehe ich es nämlich irgendwo im Grunde auch. Man verändert da einfach eine Figur und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Disney hat es einfach gemacht, damit sie in aller Munde sind, weil ich glaube, die waren sich sehr bewusst, dass viele das sagen werden und dadurch, dass sie aber nicht eben eine helle Schauspielerin mit zum Beispiel langen blonden Haaren ausgewählt haben, ging es natürlich viel mehr in die Diskussion, weil sofort wieder diese gegnerische Seite, nenne ich sie jetzt mal, mit der Rassismuskeule kommt. Und das ist natürlich dann eine größere Diskussion, weil sich da jeder versucht zu rechtfertigen, beziehungsweise niemand möchte, der es nicht wirklich ist, als Rassist bezeichnet werden. Und dann kommt natürlich viel mehr Diskussion und dadurch ist natürlich der Film in aller Munde. Und klar, das ist PR. Und man könnte denen sogar unterstellen, dass sie jetzt einfach eine dunkelhäutige Person dafür benutzen, damit der Film mehr PR hat. Könnte man auch sagen, könnte man böse urteilen, ob es so ist, keine Ahnung. Aber es ist halt der Nebeneffekt. So, und von daher wäre es doch viel besser gewesen, wenn man das wirklich ernsthaft möchte, dass man sagt, man möchte in der heutigen Zeit mehr Diversität in allen Richtungen, sei es Hautfarbe, sei es Geschlecht, was auch immer reinbringen. Dann hätte man gesagt, Mensch, es wird mal wieder Zeit für was ganz Neues, meinetwegen auch eine Meerjungfrauengeschichte, vielleicht sogar mit Ariel zusammen, damit man diese schon ja, etablierte Figur oder so wieder aufleben lässt, hätte man ja vielleicht auch was ganz Tolles kreieren können in der Geschichte, wo Ariel eben auch eine andere Meerjungfrau trifft und diese dann und von mir aus dunkelhäutig ist. Oder man hätte eine ganz neue Geschichte um Meerjungfrauen kreiert, wo eben die Hauptdarstellerin dann dunkelhäutig ist, von mir aus auch mal dunkle Haare hat, was auch immer. So, vielleicht hätte man dann gleich noch mehr Diversität reinbringen können und sagen können, so, die verliebt sich jetzt am Ende nicht in einen Prinzen, sondern die Prinzessin verliebt sich dann in eine andere Prinzessin, beziehungsweise die Meerjungfrau dann zuerst. Wäre ja alles möglich gewesen. Klar, es hätte mit Sicherheit auch Leute gegeben, die generell, die wirklich damit ein Problem haben, die dann da auch aus ihren Löchern gekrochen kämen. Aber da hätte man dann wirklich sagen können, Moment mal, euch geht es jetzt aber nur darum, dass sie dunkelhäutig ist. Was soll das? So. Aber jetzt, in diesem Moment, bei diesem Film und bei dieser Geschichte, ist es eben kein Rassismus. Und ich finde es unmöglich, dass das jeder so ungestraft jemandem vorwerfen kann, dass jeder
einfach andere Menschen als Rassisten bezeichnen kann, nur weil sie der Meinung sind, diese Ariel ist aufgrund der Trickfigur einfach für mich, beziehungsweise eben für die Person, die es kritisiert, nicht Ariel. So, ich habe niemanden bisher gelesen, der wirklich in Anführungsstrichen über die Schauspielerin an sich ein böses Wort verloren hätte oder darüber, dass es eine dunkelhäutige Schauspielerin ist, sondern wirklich nur in dem Zusammenhang, dass man sich einfach eine Realverfilmung mit einem Charakter gewünscht hätte oder mit einer Schauspielerin, die dem Charakter sehr nahe kommt, beziehungsweise der Optik des Filmcharakters, des Trickfilmcharakters. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich finde, dass es heutzutage eh eine ganz große Thematik ist und ein ganz großes Problem, dass es so viele Menschen gibt, die in allem und jeder Sache Rassismus, Diskriminierung, Homophobie oder sonstiges sehen. Egal, was man macht. Aber das hat ja damit nichts zu tun, aber nur weil man dann sagt, dieses oder jenes finde ich jetzt nicht so toll oder das gefällt mir persönlich nicht, heißt es doch nicht gleich, dass man generell die Menschen dahinter nicht vernünftig behandeln würde oder dass man damit ein Problem hat. Und ich finde, dass wir da wirklich echt mal wegkommen müssen von dieser Denkweise, weil das spaltet ja noch mehr. Und daran sind nämlich genau diese Leute schuld, die in jedem und allem Rassismus sehen oder Diskriminierung und wo man nichts mehr sagen darf, ohne dass man in die Schublade gesteckt wird. Und irgendwann kommt dann, ja, steckt mich ja sowieso in die Schublade, dann kann ich auch noch ganz anders denken oder so. Also das habe ich jetzt überhaupt noch nicht das Problem zum Glück, obwohl ich ja auch oft in diese Schublade schon gesteckt wurde. Ich war ja auch schon ganz oft rechtsradikal angeblich, weil ich mich kritisch zu Corona-Maßnahmen geäußert habe und weil ich Angst vor der Impfung hatte und so weiter. Also ich bin das in diversen Themen gewöhnt und denke nicht so. Und von daher bewirken diese Menschen doch gerade das Gegenteil. Warum kann man nicht einfach vernünftig die Argumente sich anhören und sagen, ich sehe es trotzdem anders, ich finde es trotzdem gut, dass es jetzt eine dunkelhäutige Ariel gibt, aber ich verstehe, was du meinst und ich weiß auch, dass du jetzt nicht die Schauspielerin an sich meinst, weil sie dunkelhäutig ist, sondern weil sie durch ihre dunkle Hautfarbe, aber auch durch ihre Haare, wie auch immer, einfach nicht in die Rolle der Ariel selber passt. So. Das wäre End of Story. Es wäre ein vernünftiger Austausch und es würde wahrscheinlich niemanden stören. Ne? Und dann kam dann noch eine, die mir auch was ganz Dolles hingeschrieben hat, wo ich auch gedacht habe, was ist das denn jetzt? Ja, und zwar hat die so sinngemäß irgendwie drunter geschrieben von wegen, aha, dann bist du also der Meinung, dass eine dunkelhäutige Schauspielerin nicht ihre Lieblingsrolle oder ihre Lieblingsprinzessin spielen darf, nur aufgrund ihrer Hautfarbe. Da habe ich gedacht, meine Güte, was soll denn diese Unterstellung in dem Sinne schon wieder, zumal ich es dir in dem Video erklärt habe, dass ich es bei einer weißen Frau mit entsprechend unpassender Frisur auch gesagt hätte. So, habe dann aber gedacht, okay, gehst du nochmal drauf ein, man kann da ja mit Video antworten und habe dann halt nochmal geantwortet und habe dann auch gesagt, dass ich es nochmal klargestellt habe und auch noch als Beispiel gebracht, gesagt, es gab mit Sicherheit ganz viele weiße Kinder, die gerne die Rolle des Jim Knopf gespielt hätten, konnten sie aber auch nicht, weil natürlich die Anforderung war, wir suchen für diese Rolle ein dunkelhäutiges Kind. So. Und um nicht nur bei Hautfarben zu bleiben, habe ich dann gesagt, weitere Beispiele wären zum Beispiel eine super Schauspielerin, die total talentiert ist, die alles super kann und deren Traumrolle der Batman ist. Die wird aber trotzdem nie den Batman spielen können, weil Batman nun mal als männliche Figur geschaffen wurde. So. Das ist ja ganz klar. Und dann habe ich noch weitergemacht, um noch einen weiteren Aspekt reinzubringen. Ich habe gesagt, wenn ich zum Beispiel eine mega tolle Schauspielerin wäre, mit super viel Talent und jede Rolle gut interpretieren könnte, ich wäre dazu noch der allergrößte Heidi Klum-Film, der Fan, der rumläuft. Bin ich nicht, aber wäre es so. So. Und es würde heißen, wir suchen jemanden und drehen einen Film über das Leben der Heidi Klum und wir suchen jetzt die Hauptbesetzung, also sprich die Darstellerin für die Heidi Klum. Dann könnte ich, egal wie gut ich schauspielern kann, die Heidi Klum niemals darstellen. Weil erstens bin ich viel zu klein dafür, zweitens sehe ich ganz anders aus, schon alleine Haare und so weiter. Und drittens habe ich nun mal Speckpölzerchen an Stellen, wo Heidi Klum niemals welche hatte und wo wahrscheinlich nie welche haben wird. So, also habe ich nun mal nicht die Anforderungen, die ich brauche, um diese Rolle auszufüllen. Und darum kann ich doch nicht sagen, oh, das ist jetzt aber Fatshaming oder Diskriminierung von Frauen, die nicht die Modelmaße haben oder Diskriminierung, weil ich eine bestimmte Körpergröße nicht habe oder sonst was. Nein, das ist keine Diskriminierung, es ist einfach eine logische Sache, dass nicht jeder Mensch auf der Welt jede oder alles machen kann.
So, einerseits wird immer geschrien nach Individualität, jeder soll das sein, was er ist, man soll sich selber treu bleiben, man soll sich selber bleiben, oder man selber bleiben, wie auch immer. Jeder soll individuell gesehen werden, aber gleichzeitig heißt es dann, nee, wir müssen aber alle gleich sein, wir müssen alle das Gleiche tun dürfen, können, wie auch immer. Ja, das macht bis zu einem gewissen Grad stimmen. Da muss man aber anders rangehen. Man muss sagen, es muss jeder, egal ob schwarz, weiß, klein, groß, dick, dünn, was weiß auch, ne, transsexuell, was auch immer, jeder muss die Möglichkeit haben, Schauspielerin oder Schauspieler zu werden. So. Aber nicht jeder Schauspieler muss die Möglichkeit bekommen, jede Rolle spielen zu dürfen. Denn das geht nun mal einmal nicht. Es ist nicht jeder dafür geeignet, weil es einfach bestimmte Sachen gibt. Und warum darf man das nicht aussprechen? Warum wird man dann direkt in Schubladen gesteckt? Ich verstehe es nicht. Ich werde es auch nie verstehen und es regt mich so dermaßen auf. Ihr merkt, das ist schon wieder ein viel zu langes Video eigentlich, aber dass man so viele Diskussionen da bei TikTok, auch andere Videos, logisch, wenn man dann länger kommentiert und selber ein Video gemacht hat und, dann werden einem natürlich auch immer weiter diese Videos angezeigt. Wisst ihr noch, Stichpunkt Algorithmus. So, und manchmal, wenn ich dann wirklich ein bisschen Zeit habe und da abends nochmal so ein bisschen scrolle oder was, dann verliere ich mich da auch leider in Diskussionen, was man eigentlich ja gar nicht machen sollte, weil es hat eh keinen Wert, mit solchen Leuten zu diskutieren. Aber es ist dann eben so, weil ich ganz schlimm finde, in welche Richtung das im Moment hier alles läuft. Und ja, von daher habe ich gedacht, ach, jetzt musst du es einfach mal zusammenfassend in einem Video machen können, weil bei TikTok kannst du es ja immer nur so kurz. Es musste einfach mal raus, ob das jemand jetzt schaut und ob es viele schauen, ob es viele interessiert, keine Ahnung. Wenn ja, ist schön, vielleicht entstehen Diskussionen und vielleicht kann man die Sichtweisen austauschen. Wenn nicht, ist auch gut, dann ist einfach mal Frust raus. Und das ist ja auch wichtig, dass man Sachen, die einen beschäftigen, einfach mal rauslässt. Es muss ja gar nicht immer so sein, dass man sagt, damit muss man, wer weiß was, erreichen. So. Aber so habe ich es einfach mal rausgelassen, denn ich möchte jetzt mit positiven Gedanken, mit positiven Gefühlen einfach in die nächsten Wochen gehen, jetzt in die nächsten 2 Wochen, weil nämlich jetzt in nicht mal mehr 2 Wochen geht es für uns nach L.A., dann steht ja unsere Kreuzfahrt mit dem anschließenden kleinen Roadtrip über den Highway 1 nach San Francisco an. Und da wird es dann auch wieder Videos geben mit positiven und schönen Sachen. Aber das hier musste einfach mal raus. Und ich hoffe, dass sich da mal in der nächsten Zeit was tut und dass da mal ein bisschen mehr Verständnis für beide Seiten aufkommt. In diesem Sinne, jeder, der sich auf den Ariel-Film freut und den trotzdem gucken mag und toll findet, hoffe ich, dass ihr viel Spaß bei habt. Ist mit Sicherheit ein ganz toller Film. Vielleicht gucke ich ihn auch mal, wenn er im Free TV kommt. Einfach dann aber losgelöst und sage mir für mich, ja, ich gucke jetzt einen Film über eine Meerjungfrau, die auch Ariel heißt, aber es ist halt nicht Ariel oder so, was weiß ich. So, nichtsdestotrotz, also allen, die es gucken wollen, dann im nächsten Jahr auf jeden Fall viel Spaß, aber achtet drauf, dass ihr es nicht in so eine falsche Schiene bringt. So, damit sage ich dann wirklich jetzt Tschüss, bis zum nächsten Video.